Clemens und Sabine Schmidt betreiben mitten in Berlin-Marzahn seit über 20 Jahren das Eisbein und Steak und stehen kurz vor dem Aus. Dabei ging es ihnen mal richtig gut. Und wie viele Umsätze wurden da früher gefahren? Naja, zwischen 550 und 650.000 im Jahr. Und wo ist das Geld geblieben? Investiert wurde es jedenfalls nicht. Ja, die sind? Na, stimmt, 35 Jahre. Alles ist schmutzig und veraltet und die Kochkünste von Clemens sind begrenzt. Hör mal, hast du das jetzt hier mit Dampf gemacht? Keine leichte Aufgabe für den Sternekoch, da hilft nur eins, Tacheles reden. Ihr seid schuld an der Misere, dass hier keine Gäste reinkommen. Oh, jetzt fangen ganz heulen. Frank Rosin kocht seit 27 Jahren mit Leidenschaft und dabei gibt er immer Vollgas. Nicht ohne Grund hat er seit 5 Jahren einen Stern und sein eigenes Haus Rosins wurde gerade zum Restaurant des Jahres gewählt. 4 Tage wird Frank Rosin mit Familie Schmidt arbeiten und kochen und versuchen, das Eisbein und Steak vor der Insolvenz zu retten. Eine echte Herausforderung. Berlin-Marzahn. Plattenbauten, soweit das Auge reicht. Einer der sozialen Brennpunkte Berlins und der heutige Einsatzort für Sternekoch Frank Rosin. Ich bin heute in Berlin-Marzahn, genauer gesagt in der größten Plattenbausiedlung Europas. Hier ist wirklich tote Hose und die kleinen Geschäfte auch schon teilweise pleite. An dieser Stelle, irgendwo, befindet sich auch das Restaurant Eisbein und Steak von Clemens. Der hat mich gerufen. Warum und vor allem, wie schlecht das Restaurant von Clemens wirklich läuft, das will Frank Rosin jetzt erfahren. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Hallo, Tag. Guten Tag. Moment. Ich bin der Frank Rosin. Aha, sehr nett, sehr nett. Freut mich. Und Sie oder du? Frau Schmidt, Sabine. Sabine. Ich bin Sabine, ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ja, genau. Mit den Clemens wollte ich sprechen. Ja. Ja. Na ja, das... Clemens? Ja. Da ist er, nicht zu übersehen. Nö. Einen wunderschönen Moin. Moin. Hallo, Clemens. Jetzt ja. Gut. Um gezielte Hilfe leisten zu können, muss sich der Sternekoch erstmal einen Überblick verschaffen. Clemens, ja. Was ist das Problem? Na, das Problem ist ganz einfach. Ich bin langsam betriebsblind nach 20 Jahren und brauche da irgendwie so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten. Die andere Seite ist schwierig, seitdem wir das Eastgate hier vor uns haben. Ist ja sehr, das Einkaufszentrum. Einkaufszentrum, wo jeder Bäcker, jeder Fleischer macht was zu essen. Ja. Muss ja nicht schmecken, aber billig ist es. Und dadurch sind viele, viele Gäste weggekommen. Ist bei Clemens und Sabine die Luft raus und die vermeintliche Konkurrenz durch das Einkaufszentrum nur ein Vorwand? Frank Rosin braucht Fakten. Und wie viele Umsätze wurden da früher gefahren? Kommen wir jetzt gut dabei in die Tische. Naja, zwischen 550 und 650.000 im Jahr. Das hier in Marzahn, in der Gegend hier? Ja. Naja. Naja, ich hab mich ja weit ausgestreut. Früher waren ja die Kneipen immer voll. Ja, und was ich mich frage, wo ist die Kohle geblieben? Weil hier reingesteckt hast du sie ja wohl nicht, ne? Nicht zu übersehen. Im Restaurant scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Von 650.000 D-Mark Jahresumsatz können die Schmidts schon seit 10 Jahren nur noch träumen. 100 Euro am Tag, mehr ist nicht drin. Das Dreifache müsste das Ehepaar erwirtschaften, um wenigstens ein bisschen Gewinn zu machen. Hinzu kommen auch noch Mietschulden von 10.000 Euro. Ihr macht das... Beide ganz alleine. Ja, ja. Sie ist vormittags mit da und dann nachmittags bis abends bin ich ganz alleine. Der Laden läuft schon seit Jahren nicht mehr. Und die Schmidts haben mit den guten Umsätzen von damals die miesen der letzten Jahre ausgeglichen. Jetzt ist alles weg und der Schuldenberg wächst. Wie haltet ihr denn diese Problemsituation privat miteinander aus? Auch wir haben schon sehr viele Höhen und Tiefen durch. Das ist so die kleinere Tiefe davon. Und da halten wir dann durch. Ja. Sag mal ehrlich. Oh, jetzt fang ganz heulen. Die dramatische finanzielle Situation lastet schwer auf den Schultern von Clemens und Sabine. Na gut, ganz ruhig. Ist ja auch nicht einfach. Ohne Hartz IV kommt das Ehepaar nicht mehr über die Runden und die zu erwartende Rente reicht nicht zum Leben. Clemens muss noch mindestens 10 Jahre ran, dann ist er 70. Na gut, Clemens, ab, wir gehen in die Küche. In der Küche erwartet Frank Rosin die nächste Überraschung. So eine Küche habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, Clemens. Ha? Ja, aber ist sauber, funktioniert alles, das ist das Wichtigste. Sternekoch Frank Rosin hat eindeutig eine andere Vorstellung von einer Profiküche. Diese gleicht eher einem Museum. Aber die schönste ist sie nicht, ne? Nee, die zusammengestoppelt aus DDR und später nachgekauft. Ja. Wie soll ich, wenn das Geld nicht reicht? Ich muss ja wissen, wie ihr funktioniert und wie ihr zusammenarbeitet. Von daher habe ich folgende Überraschung für euch. Heute Abend werden
20 Personen kommen. Das sind Menschen, die aus der Region kommen, aus Berlin, die euch auch nicht kennen. Mhm. Ja? Du wirst ein Dreigangmenü erstellen, kochen. Mhm. Ja? Ja, und du wirst den Service vorbereiten, so wie du das immer machst. Ja. Ich werde euch dabei beobachten. Ich habe noch zwei Personen, die mir mal helfen. Wenn ich ein bisschen mehr habe oder Schwung, immer so einen Schwung habe, Clemens, die müsste ich dann anrufen. Clemens, pass auf. Macht es auch genau so, euren normalen Tagesablauf. Denn wenn ihr jetzt hier irgendwas anders macht, dann habe ich ja, dann belügt ihr mich ja von Anfang an. Ja? Von daher, ich brauche einen Status, wie ihr arbeitet, damit wir ab morgen anfangen können zu arbeiten. Die Testesser kommen um 18 Uhr. 18 Uhr. Ich würde sagen, das sind noch knapp 3 Stunden. Kann los verlassen. Geht's. Die Aufgabe, in knapp 3 Stunden muss Clemens ein 3-Gänge-Menü für 20 Personen kochen und Sabine muss es servieren. Das geht nur mit den Aushilfen Tochter Janine und Freundin Carola, einer gelernten Köchin. Also, mir ist nicht im Klaren, wie die das hier gleich wuppen wollen. Ja? Er in der Küche, sie im Service. Ich glaube, ich kriege da noch richtig was zu sehen. Clemens hat nicht genug Zutaten vorrätig, um 20 Personen mit 3 Gängen aus der Karte zu bekochen. Glücklicherweise hat er ein Gulasch vorgekocht. Das Tagesangebot für die kommende Woche wird zum Hauptgang des Abends. Also machen wir einen Hirschgulasch hier mit Klöße und Pilze und Preiselbeeren. Also zum Hauptgang? Zum Hauptgang. Ja. Als Vorspeise würde ich vorschlagen, ein Dillsüppchen, schön mit Croutons. Mhm. Und hinterher machen wir einfach, weil ich nicht groß da habe, machen wir schön Eierkuchen mit Obst und selbstgemachter Marmelade und Puderzucker. Wow. Das Menü steht und die Verstärkung ist auch da. So, ihr Süßen. Und ihr, was macht ihr hier? Ich helfe bei meiner Mama vorne. Ach, du bist im Service mit? Genau. Ja, und du, Carola? Gut, wir machen weiter. Also würde ich sagen, zieht euch mal um, ja, weil wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Okay. Das Team ist aufgestellt. Bleibt die Frage, ob es funktioniert. Mutter und Tochter decken die Tische im Gastraum ein. So wie immer. Und genau das ist das Problem. So, wie sieht's denn hier aus bei den Mädels? Ja, macht denn? Ja, das werden wir schon machen, naja. Ja. Normalerweise gebe ich ja fürs erste Testessen niemals einen Tipp. Ja. Das mache ich nie. Ja. Aber ich gebe euch jetzt einen Tipp, weil das sticht mir so ins Herz, dass mir bald der Hals platzt. Ja? Heute kommt das Testessen und dann deckt ihr die Tische auf Tischdecken ein, die so dreckig sind. Ja? Oh. Nee, das ist. Also tut mir einen Gefallen. Ja, ich breche hier sofort ab. Wenn ihr das nicht sofort regelt, kannst du die nicht runternehmen? Ja, weil oder? Das ist ja wirklich das Letzte. Ja, oder wir nehmen Kinder, also komm. Das hat Papa heute Morgen gemacht. Aber Sabine, wer wird denn gleich petzen? Clemens und Carola legen inzwischen in der Küche los und bereiten das Dillsüppchen vor. Den aufmerksamen Augen des Sternekochs entgeht nichts, auch nicht die Dillstängel in der Suppe, die eigentlich in den Müll gehören. Wird hier etwa genauso unsachgemäß gekocht, wie im Gastraum eingedeckt wird? Na, das ist ja peinlich. Ja. Das hat ja heute Morgen gehabt, auch ja nicht weiter so. Na ja. Ach, Mensch, um Gottes Willen. Dann lass uns das erstmal abräumen. Ja. Unterdessen gießt Clemens die Flüssigkeit ab und stellt das Fleisch in den Ofen. Das Hirschgulasch sieht gut aus. Was würde das Menü jetzt hier im Restaurant kosten? Wenn ich es hier verkaufe, 24,50. Gut, dass du kommst. Ich wollte dir gerade mal zeigen, wie wir das nur, ob wir das jetzt so in Weiß lassen oder guck mal, dann haben wir hier noch so eine Decken, wenn wir manchmal so ein bisschen, dann decken wir auch sowas rüber. Ich habe euch jetzt einmal geholfen, das zweite Mal kann ich das nicht machen, also ihr müsst das selber entscheiden. Liegt da das Problem der Damen? Können sie keine eigenen Entscheidungen fällen? In der Küche kocht Clemens inzwischen die Gulaschbrühe ein. Je mehr Wasser verkocht, umso aromatischer wird die Soße. So stellt man in der Profiküche eine gute Soße her. Frank Rosin ist positiv überrascht. Nur mit der Zwiebel klappt es noch nicht so ganz. Ich habe gerade gesehen, dass du eine Zwiebel schneidest wie eine Hausfrau. Ja, das ist schon mal. Nein, sei doch nicht so beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Macht mich mit einem Schlag K.O., weißt du? So. Bin viel zu voll. Du hast so geschnitten und du musst so schneiden. Ja, ich bin weil hier ist die Wurzel und die hält die Zwiebel zusammen. So, guck dir deine an. Hier, gelber Zähne. Ja, das war der letzte Rest, das stimmt. Und hier meine. Bei Clemens ist eben alles etwas gröber. Der Service hat sich nach reiflicher Überlegung für die gelben Tischdecken entschieden und ist somit auf der Zielgeraden angekommen. Die Testesser können kommen, anders in der Küche.
Frank Rosin findet eine unbekannte Masse, aus der Clemens offensichtlich die Klöße herstellen will.